Mann hat schon erfahren, treibe Sport oder bleib gesund. Du musst dich sehr oft bewegen, sonst wirst du noch kugelrund. Hier zum Beispiel unser Dicker, der spielt jetzt Fußball oder so. Hat zwar kein Spiel bis jetzt gewonnen, trotzdem ist er richtig froh. Aber da wir gerade dabei sind, wüsste ich eines jetzt von dir. Spielst du eigentlich gern Fußball oder trinkst du lieber Bier? Ich trinke Bier und spiele Fußball. Das ist geil und das ist toll. Doch nach jedem Fußballspiel ist unsere Mannschaft total voll. Hier zum Beispiel unser Neuner, der als Stürmer fungiert. Der hat noch nie ein Tor geschossen, hat's noch nimmer richtig probiert. Aber ihr habt doch einen Trainer, lehrt er euch nicht diesen Sport? Das liegt an seiner Alten, wenn die ruft, da ist er fort. Und ihr habt doch einen Torwart, der hält bestimmt fast jeden Ball. Von Beruf ist der Beamter, der schläft einen Halbzeit zwei. Wie sieht's denn aus mit der Verteidigung? Habt ihr einen Libero? Der hat eine Blasenschwäche und rennt dauernd nur aufs Klo. Und ihr habt auch einen Captain. Ist der nicht Vorbild für Alt und Jung? Seine Kapitänsform Binde, drei schwarze Punkte auf gelbem Grund. Und wie sieht's aus mit dem Regisseur, der euer Spiel leitet und lenkt? Theoretisch ist er nicht schlecht, nur in der Praxis sehr gehemmt. Und wie gut ist der Verteidiger, der rechts außen die Lage checkt? Der die knobelnde Männer wird von hinten nur gedeckt. Habt ihr eigentlich einen wie Gerd Müller, der die Tore von rein macht? Wir bekommen doch die Tore, oder was hättest du gedacht? Und was ist bei einem Eckball? Was macht ihr da vom Gegnertor? Das wissen wir leider auch, ne Eckball kommt ganz selten vor. Aber gerade beim Elfmeter haut ihr den Ball da nicht einfach rein? Bei uns will immer keiner schießen, und wenn er schießt, dann nur vorbei. Aber ein Tor kann man verhindern, wenn der Gegner abseits läuft. Das geht nie, weil die Mannschaft an der Grundlinie hinten säuft. Was macht denn da der Schiri bei dem Chaos auf dem Platz? Den nehmen wir die Pfeife weg, der geht uns da mit auf den Sack. Zeigt er keine gelbe Karten oder stellt er euch gar vom Platz? Das sollt ihr mal versuchen, da hau ich den Ene vor dem Platz. Ihr habt doch einen Präsidenten, was sagt der da eigentlich dazu? Das ist der Ball aus der Huschhalle, nichts gelernt und nichts dazu. Wie viele Leute sehen euer Spiel? Ja, die sehen wir ja alle doppelt, da sind's immer ganz schön viel. Aber wieso spielst du noch Fußball? Das hat doch alles keinen Sinn. Weil wir bei jedem Spiele in uns Schlürfenfelde sind. Ich werde jetzt mal sagen, warum ich bei den Vereinen bin. Denn wenn wir Fußball spielen, Hauptsache wir mit daheim sind.